Sir. Townsend, komm schon, sonst verpasst du noch alles. Noch ein paar frische Socken, Jungs. In Ordnung, Jimmy. Feuer! Ich habe mir deine Papiere angesehen. Keine Sorge, Sir. Ich werde meinen Teil für König und Vaterland leisten. Junge, wenn du auf Befehl Vorwärts- und Rückwärtsgang findest, bin ich schon zufrieden. Pack mal mit an. Darf ich vorstellen, Big Bash? Die Frau deiner Träume. Unser neuer Fahrer, Männer. Nein, nicht fluchen! Sie mag es nicht, wenn du fluchst. Finch! Edwards, schon mal gemacht? Was denn gemacht? Halt du dich da raus, McManus. Keine Sorge, sie kümmert sich schon um dich. Okay, Jungs. Jetzt geht's um alles. Unser Befehl lautet, die deutschen Linien durchbrechen, ihre Artilleriestellungen zerstören. So sieht's aus. Finch! Los. Und danach stoßen wir vor bis in die französische Region Cambrai. Man sagt, dort gibt es Wein, Weib und Gesang. Sollte euch doch gefallen. Nein, ist aber nicht. Gott, sind wir in sicheren Händen oder was, Jungs? Schon gut, McManus. Nicht vergessen, Jungs. Macht euren Job und kümmert euch umeinander. Dann kümmert Big Bass sich auch um euch. Der Herr möge uns gnädig sein. Wir stehen das gemeinsam durch. Stimmt's, Edwards? Stimmt. Volle Kraft voraus! Der Vogel hart! Mausern, McManus! Vögel mausern! Ich reiße ihm jede Feder einzeln aus! Ganz ruhig, diese Taube kann dein Leben retten. Sie ist unsere einzige Kommunikationsmöglichkeit. Alles klar da oben, Edwards? Ja, langsam habe ich den Bogen raus. Was hast du in der Heimat gemacht? Fahren, ein Auto. Ich war Chauffeur. Halt, das ist weit genug. Die Infanterie bricht beim ersten Pfiff auf und dann kommen wir. Meine Güte! Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich schon, leider. Herhören! Wir werden die Geschütze oben bei der Windmühle ausschalten. Verschafft unseren Jungs etwas Platz! Das ist unser Einsatz! Vollgas! Die Artillerie nimmt unsere Jungs auseinander! Diese Opfer dürfen nicht umsonst sein! Vorwärts! Sie haben einen von uns erwischt! Augen geradeaus! Fahr! Wir sind sehr langsam! Pinch, was ist los? Motor ist in Ordnung, Sir! Es liegt am Schlamm! Feldgeschütz! Ich würde es vorziehen, kein Ziel zu sein, Frischling! Vorwärts, damit wir Preisschussfeld auf die Feldgeschütze haben! Die schlägt noch! Diese MGs halten unsere Jungs auf! Wird gemacht! Schaltet alle deutschen Geschütze aus! Los! Tritt
gibt nur auf, wenn wir ihn dazu zwingen! Bereich sicher, damit unsere Jungs Zeit zum Aufrücken haben. Jerry macht keine Witze. Feldgeschütz ausgeschaltet. Schwachstellen an! Wer kann solche Treffer einstecken? Was zum Henker machst du? Wir müssen weiterkämpfen!
Nicht nachlassen, Jungs! Zusammen, Junge. Bring uns zum Laufen. Edward, repariert sie und komm wieder rein.